Hi, gut, ich bin's wieder, Last Prophet von den Trash Gamers, und man sieht mal wieder ein kleines bisschen Content auf meinem Kanal. Und es handelt sich hierbei um Overwatch. Ja, wir machen ein kleines Loot-Kisten, also Lootbox-Unboxing. Ich habe mir mal 24 Kisten gekauft. 50 wollte ich mir jetzt nicht gerade direkt holen, denn ihr seht schon, ich habe hier schon eine ganze Menge freigespielt. Ich bin hier oben Level 72, ja, und ich habe hier schon, wie gesagt, mal Minimum über oder 13. Ja, 12 ist das wenigste für einen Helden, aber ansonsten habe ich schon einen ganzen Sack voll freigeschaltet, und wir öffnen jetzt einfach mal Lootbox Nummer 1. GIF blau. Jawohl, also das ist ja jetzt hier erstmal so ein bisschen nichtssagend. Ja, lasst sie Kuchen essen. Nee, wollen wir nicht. Also die Sprays sind nicht so besonders, und das Logo finde ich jetzt auch nicht so toll. Machen wir mal die nächste. Also ich hoffe ja mal, dass es uns hier ein bisschen... Oh, ja. Naja, gut. Das haben wir sogar schon. Siehst du, es wird direkt in Gold umgewandelt. Was haben wir jetzt hier für Symmetra? Haben wir... Ist das ein Skin? Das ist eine Siegerpose. Ach ja, die können wir ja eigentlich mal nehmen, weil für Symmetra habe ich noch keine. Was ist ihr... Give me 20. Ach ja, weißt du was, nehmen wir mal für Mann, Bär, Schwein, Frau. Und wir öffnen die nächste Kiste. Hopefully zwei blaue diesmal. Wow. Also Geld, habe ich schon Geld. Habe ich auch schon Geld. Und habe ich noch nicht, aber will ich auch eigentlich gar nicht, dieses Spray. Es läuft nicht so gut, Jungs, bisher. Jetzt haben wir immerhin schon mal ein Epic dabei. Und das ist... Ach nö. Die habe ich auch schon. Oh, das tut jetzt mir gerade echt ein bisschen im Herzen weh, dass ich dieses Highlight-Intro schon habe. Naja, gut, machen wir mal die nächste auf. Also, da muss doch jetzt mal hier was Anständiges dabei sein, oder? Ja, yeah, wieder Geld. Und eine Siegerpose. Mensch, cool, wo er den Hut nach unten hält. Glase nehme ich. Was ist hier sein Spruch? Ja, natürliche Auslese. Leute, give me Kraft. Give me some Kraft for the next boxes. I need legendary. Oh, wobei, wir haben jetzt schon hier ordentlich Kohle gescheffelt, ne? Also eigentlich können wir uns sogar wieder eins craften bald. Ich bin auch am überlegen, wer es sein wird. Wieder zweimal blau. Was ist hier? Junkrat, ah, ja. Cool, können wir mal machen. Hab ich schon. Hab ich alles noch nicht so, aber. Ach, komm schon. Da muss doch jetzt mal was anständig dabei sein, etc. Wieder nur ein blaues. Das ist doch. Nein. Nein, nein, nein. Was will ich denn da damit? Ganz ehrlich, komm jetzt. Jetzt mach mal richtig jetzt. Jetzt ganz im Ernst. Wieder ein Epic. Es ist ein Emote. Oh, cool, die Disco. Nice, feier ich. Habe ich mit Diva noch keins. Die spiele ich auch momentan am längsten. Diva ist bei mir Main. Ja? Ich bin Diva Main. Ja, ist ja wieder hier ein bisschen... Ja, Brille halten, GG. Ist so ein bisschen, ja, wie auf dem Jahrmarkt. Ne? Das RNG ist nicht so auf unserer Seite. Oh, wie geil. Bist zu feige zum Kämpfen. Warum habe ich das überhaupt auf Englisch gestellt? Das finde ich so schade, dass bei Reinhardt die englischen... Ich meine, die englischen Sätze... Also, er redet halt nur Englisch. Der Bub ist aus dem Schwabeländle. Ja, da kannst du... Also, ich meine, selbst Mercy, ja, die Angelika Schnitzel oder wie sie heißt, die spricht Hochdeutsch. Ja, in der deutschen Version redet sie ja so ein bisschen mit Zürichem Akzent. Kann ich jetzt gar nicht so nachmachen. Aber der Reinhardt, weißt du, der ist ein Schwabe. Der kommt aus dem tiefsten Schwabeland. Der ist Stuttgart. Der muss doch wenigstens auch die deutsche Sätze hier. Are you afraid to fight me? Alter, da muss der sagen, bist zum Feige zu kämpfen. So muss der sein, etc. Wieder zwei blaue. Oh, wow, das ist hier, Leute, ich habe den Checkpot. Noch 14 Lootboxen kommen, jetzt muss er wirklich dabei sein hier. Ich wünsche mir einmal grau, und das habe ich alles schon. Seht ihr, was ich hier eigentlich schon habe? Was ist das hier? Woo, Checkpot. Okay, Star, won't stop, bitches. Alles klar, gut, komm, 13 haben wir noch. Mach auf, komm. Wieder dreimal grau, einmal blau. Es ist eine Siegespose für Genji, die ich auch noch nicht habe. Jawohl, nehme ich. Komm, 12 noch, Leute. Kommt, 12. Da muss doch ein Legi muss doch dabei sein. Da haben wir wieder ein App. Ist es dein Scheiß Ernst?
Ja, viele wissen ja, Bastion ist mit unter anderem einer der geilsten Heroes in Overwatch und ich es ist auch mein absoluter Main. Ja, ich bin Bastion Main. Ich habe ihn ganze 4 Minuten gespielt in Overwatch und ist einfach ein also er ist so geil, ist ich meine, wer spielt denn nicht gerne Teemo in Overwatch? Ja? Also es ist ein Champion, ich hasse, ja, ich hasse ihn. 11 Lootboxen. Komm jetzt, ich habe die Hände gekreuzt und es ist wieder ein Epic dabei. Und es ist wieder Geld. Naja gut, immerhin haben wir jetzt schon mal die Knete zusammen und wir werden uns auch noch ein Legi craften. Ich bin nur noch am Überlegen, ob es denn McCree, also Clint Eastwood, oder aber hier Hanzo Naitatsu wird. Weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Der Hanzo halt. Der Bruder vom Genji, nicht? Bisschen Lore gedroppt. Oh, schönes Spray, ja. Hier, mein Logo habe ich jetzt auch als Spray. Was sagt er? Gesundheit. Alles klar. Gut, noch 9 Lootboxen, Leute. Und es ist noch kein Legi gedroppt. Also das muss jetzt mal... Ja, wow, GG. Komm, jetzt hier. Nächste. Komm, mach auf. Mir esse zeitig. 2 blaue. Wow. Kann mal wer bitte jetzt hier diesen Wow-Spasti einspielen? Danke. Wow. Okay, 7 Lootboxen noch, Ladies and Gentlemen. Leute, das Glück ist nicht auf unserer Seite. Es ist uns einfach nicht hold. Es ist uns nicht hold. What are you looking at? Geh dich einen Scheißdreck an. Komm schon, gib. Jana, also. Echt jetzt, Torbjörn? Ist es dein Ernst? Torbjörn? Ich spiele kein Torbjörn Legi auf der Saison. Vor allen Dingen habe ich schon Legi für den Spacken gezogen. Das ist wie Teemo. Das ist wie Bastion. Für den willst du kein Legi ziehen, weil es einfach ein Dödel-Hero ist. Den spielt man nicht. Das ist respektlos. Ich habe schon hier Schwarzbart Torbjörn hier. Barbarossa für Arme. Ach, halt dein Maul. Auf, komm. 5 Lootboxen noch, komm. Bis jetzt war es ja nicht so erfolgreich, ja. Also dieses Case-Opening war jetzt nicht so schnaffte. Was ist das hier? Oh, wow, das ist... der Skin... Oh, alter Schwede! Man müsste die Möglichkeit haben, Skins, die man nicht haben will, zu enchanten, um dadurch ein bisschen Kohle halt zu kriegen, weißt du? So muss man die jetzt hier einfach so hinnehmen, wie sie sind, obwohl man sie überhaupt nicht will, wirklich. Ja, da haben wir wieder ein Epic gezogen. Oh, es ist ein Emote. Oh, cool. Den feiere ich. Wobei ich, wenn er mit seiner Trap redet, finde ich das eigentlich noch einen Ticken cooler. So, was haben wir sonst noch hier? Ja, Jackpot. Das ist überhaupt nicht Jackpot, Lucio. Ja, halt die Fresse. Hier ist nichts Jackpot. Hier ist gar nichts Jackpot. Das ist bis jetzt ein sehr, sehr laues Case-Opening. Da gibt's wieder Kohle. Oh, guck mal hier, der grüne Power Ranger. Den hab ich noch nicht. Ich hab bis jetzt nur rot, gelb und pink und lila. Aber grün hab ich noch nicht. Direkt Equipment, ey, der ist so worth. Leute. So worth. 2 Lootboxen noch. Und dann heißt's ab ins Skirmish. Beziehungsweise wir craften uns natürlich noch einen Legi. Weil das lasse ich mir jetzt nicht nehmen mit 1300. Aber erstmal machen wir noch 2 Lootboxen auf, die bis jetzt sehr, sehr enttäuschend waren. Und es geht auch direkt weiter mit der Enttäuschung. Leute, kauft euch keine Lootboxen. Okay. Oh, das ist so geil wie... Das ist so geil, Leute, wie 3 Legis. Gibt's euch nochmal, Achtung. Sage, 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 sage. Hä? Hier. Sage. Mal. Was hast denn du für Hoster an? Sacke! Geil, freue ich mich. Also das hat es jetzt für mich persönlich schon ein bisschen wett wieder gemacht. Ich habe Sacke gezogen. Leute, es hat ein gutes Ende genommen. Für mich noch. Ich meine, jeder andere hätte sich da jetzt vollends beschwert. Aber ich habe immerhin Sacke bekommen. So, eine Lootbox haben wir noch. Dann craften wir unser Legi und dann beende ich auch schon mal hier dieses kleine, aber trotzdem feine Video. Ich hoffe, ihr hattet irgendwie ein bisschen Spaß gehabt. Ich meine, Lootbox-Opening gucken macht echt Spaß. Also mache ich persönlich auch. Ich feiere es, wenn Leute Legis ziehen. Ich gönne denen das. Leider war mir das Glück nicht so hold heute gewesen. Wir machen jetzt einfach mal die letzte Lootbox auf. Sage.
So. Ja, zum Abschluss gab es nochmal 3 graue und 2 davon habe ich schon. Sorry, but I need to jet. Oh ja, das ist voll cool. Ja, meine Pain, die ist auf 11. Auf 11, Leute. Ein Level. Auf 11. Es war nicht so wahr. So, wir machen jetzt erstmal auf jeden Fall unseren Skin. Ihr seht jetzt schon hier, wir haben hier jetzt eine ganze Menge wieder neues Zeug. Juhu, juhu. Nur Scheißdreck eigentlich. Hier für Junkrat finde ich eigentlich cool. Hier das Emote. Finde ich eigentlich echt recht geil. Ach nee, Quatsch, das war ja, das hatten wir ja schon alles. So, wir machen jetzt hier, also ich schwanke zwischen Clint Eastwood und Sage. Wir haben. Warte, warte. So, Sage. Geilster Satz im ganzen Spiel von Hanzo. So, ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich mir hier The Lone Wolf mache. Oder Okami, finde ich eigentlich, ich finde eigentlich beide, ehrlich gesagt, richtig geil. Eigentlich müsste ich mir ja Hanzo craften, wegen, was sagt er nochmal? Sage. Genau. Nee, gut. Oder halt eben McCree. Hups, da habe ich jetzt, ich klicke immer aufs Falsche. Wir haben jetzt hier schon mal Ebenholz, wow, Fluss, wow, und Salbei. Aber ich würde gerne Poker Ace haben. Feiere ich eigentlich auch, aber nur wegen diesem goldenen Colt. Aber wisst ihr was, Leute? Ich mach mir den Hanzo. Hab ich denn überhaupt für den schon hier so ein Highlight-Intro? Ne, hab ich auch noch nicht. Hab ich nur das? Könnt mir sogar noch ein Highlight-Intro machen. Aber die finde ich eigentlich alle gar nicht so geil bei Hanzo. Ach, mach ich Hanzo oder? Ne, komm, weißt du was? Ich glaube, ich mach McDuzzle hier. Komm, Poker-Ass, oder? Leute, Poker-Ass. Poker Ace. Ah, komm, ich meine, es hat irgendwie Stil. Ja. Die goldene Knarre ist schon ganz cool. Hanzo können wir uns immer noch mal machen. Immerhin haben wir für ihn den Sage-Spruch bekommen und das ist natürlich viel wert. Komm, wir machen es einfach. So. Jetzt haben wir McCree. Wie sieht das mit dem neuen Highlight-Intro? Huch. Ja, ich habe es natürlich nicht equipped, weil ich ein Vollpfosten bin. So, jetzt gucken wir uns mal das Highlight-Intro an. Ja, hier Shady Stumpe im Schnabel. Alles klar, Leute, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, mir hier beim Failen und beim RNG des Todes auf Doom zuzugucken. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Last Prophet sagt, macht's gut, haut rein. Tschüss.